Ihr habt zu viel Geld ausgegeben, euer Konto leergeräumt und jetzt müsst ihr etwas unten durch. Unsere Tipps helfen euch, da wieder rauszukommen. Willkommen bei der Lifehackerin. Ja, wir alle kennen es, es gibt Zeiten, in denen wir über das Verhältnis leben, zu viel Geld ausgeben und das entsprechend später büßen müssen. Und gerade Anfang Jahr ist so ein typischer Moment dafür. Warum? Weil wir Ende Jahr eben einfach zu viel Geld ausgegeben haben für Weihnachtsgeschenke, gutes Essen, schöne Kleidung etc. Und jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen. In der Schweiz spricht man übrigens deshalb auch vom Januarloch, weil man da eben einfach weniger Geld zur Verfügung hat, weil man davor über die Stränge geschlagen hat. In diesem Video möchten wir euch Tipps und Tricks mit an die Hand geben, dass ihr aus diesem Engpass wieder rauskommt und trotz Geldsparen gut über die Runden kommt. Schaut in eure Schränke und nutzt den Vorrat, den ihr noch habt. Als erstes könnt ihr euch den Lebensmittelschrank vornehmen und am besten gleich mal komplett rausnehmen. Ist auch eine gute Gelegenheit, um den Schrank mal wieder gründlich zu putzen und reinigen. Und dann könnt ihr gucken, was ihr da noch alles habt. Nicht selten hat sich zuhinterst noch irgendeine Büchse Ravioli oder Tafel Schokolade versteckt, von der ihr gar nichts mehr wusstet. Nutzt also jetzt diese Zeit, wo ihr den Gürtel etwas enger schnallen müsst und lebt von diesen Vorräten, versucht daraus was zu kochen und nur wenige Sachen neu zu kaufen an Lebensmitteln. Das spart schon mal ein paar wichtige Euros. Genau gleich könnt ihr vorgehen im Schrank oder Regal, wo ihr die Beauty- und Pflegeprodukte aufbewahrt. Nicht selten findet man bei solchen Aktionen plötzlich fast einen ganzen Jahresvorrat an Duschmittel oder Zahnpasta. Auch hier gilt, braucht zuerst die Vorräte auf und kauft wirklich nur das, was ihr nicht mehr habt und wirklich dringend benötigt. Geht immer mit einem Einkaufszettel einkaufen. Der Tipp ist sehr simpel, aber effektiv. Denn die Gefahr, dass ihr Dinge kauft, die ihr gar nicht braucht, ist mit Zettel einfach viel kleiner. Geht kurz vor Ladenschluss einkaufen, denn dann schreiben die meisten Supermärkte Ware runter, bei denen das Verkaufsdatum abläuft. So könnt ihr echt richtige Schnäppchen machen, aber Achtung, ihr müsst unbedingt einen kühlen Kopf bewahren, denn wenn ihr jetzt Produkte kauft, die ihr gar nicht braucht, habt ihr trotzdem viel bezahlt, auch wenn es zum halben Preis angeboten wurde. Ich selber kann mich eigentlich fast schon als passionierte Schnäppchenjägerin bezeichnen. Ich gehe sehr gerne eben kurz vor Ladenschluss, eine Stunde davor oder so, einkaufen und gehe gezielt auf diese heruntergeschriebenen Produkte los. Und ich mache das meistens so, dass ich ein Produkt angucke und schon mal überlege, eben brauche ich das, ist es preiswert? Und wenn ich für diese Gedanken ein bisschen länger brauche, lege ich es mir mal in den Einkaufskorb oder in den Einkaufswagen, drehe nochmals eine Runde um das Regal und mache mir nochmals wirklich die Gedanken, okay, was habe ich noch zu Hause, brauche ich das jetzt wirklich, kann ich das aufbrauchen in kürzester Zeit, weil wahrscheinlich ist es nicht mehr so lange haltbar. Ist der Preis auch wirklich günstig, weil nur weil es heruntergeschrieben ist, heißt es noch nicht automatisch, dass es wirklich ein gutes Angebot ist. Und erst wenn ich mir sicher bin, dann nehme ich es und wenn ich mir unsicher bin, dann lege ich es einfach zurück ins Regal. Achtet auf Aktionen. Am besten macht ihr das direkt zu Hause, während ihr den Einkaufszettel schreibt. Dann habt ihr nämlich in Ruhe Zeit zu überlegen, was eine gute Aktion ist, was ihr auch wirklich braucht und was ihr eben nicht braucht und deshalb die Aktion auch einfach mal sein lässt. Was zum Beispiel keinen Sinn macht, ist eine große Aktions-Megapackung zu kaufen von einem Produkt, von dem ihr nur wenig braucht. Vergleicht die Preise. Viele Supermärkte bieten zum Beispiel Eigenmarken an. Da gibt es gute Produkte zu kleinem Preis, meistens viel günstiger als entsprechende Markenprodukte. Deshalb lohnt es sich wirklich, die Preise zu vergleichen. Sehr oft ist es auch so, dass die Eigenmarkenprodukte günstiger sind, trotz der Aktion von dem Markenprodukt. Deshalb wirklich immer auf den Preis achten und nicht blindlings ein Aktionsprodukt kaufen. Unserer Erfahrung nach ist der Unterschied vor allem bei Pflegeprodukten wirklich groß. Also da ist die Eigenmarke sehr, sehr viel günstiger als das entsprechende Markenprodukt. Deshalb wirklich immer die Preise vergleichen und auch die unterschiedlichen Regalhöhen beachten. Denn sehr oft sind auf Augenhöhe die eher teuren Produkte, während oben und unten die günstigeren Produkte aufgereiht sind. Achtung vor Sale! Im Ausverkauf kann man zwar das eine oder andere wirklich gute Schnäppchen machen,
Aber sind wir mal ehrlich, meistens kaufen wir dann doch auch noch Dinge, die wir nicht dringend brauchen würden. Und wenn ihr jetzt in der Situation seid, dass ihr auf euer Geld achten müsst und sparen müsst, dann ist das natürlich schlecht, dass ihr Dinge kauft, die ihr nicht wirklich braucht. Deshalb am besten um die Regale mit dem Ausverkaufszeugs einen großen Bogen machen, so kommt ihr gar nicht erst in Versuchung. Und sowieso allgemein versucht, Shops zu vermeiden, versucht nur dann einkaufen zu gehen, wenn ihr wirklich müsst, so kommt ihr nicht in Versuchung. Was aber, wenn ihr trotzdem dringend neue Kleidung wollt? Ja, tauscht sie doch einfach. Tauscht sie mit eurem Freundeskreis oder geht an eine Kleidertauschparty. Da kriegt ihr neue Kleidungsstücke, müsst dafür kein Geld zahlen und könnt gleich auch noch alte Kleidungsstücke von euch mitbringen, die ihr selber eh nicht mehr tragen wollt. Das Gleiche funktioniert natürlich zum Beispiel auch mit Spielzeug. Ihr könnt in eurer Nachbarschaft mal rumfragen, wer hat ein Spielzeug, das ihr tauschen könnt, oder ihr leiht einfach mal eines aus für ein paar Wochen. So macht ihr gleich mehrere Personen glücklich. Wenn ihr merkt, dass ihr trotz Sparbemühungen nicht aus dem Dispo rauskommt, dann müsst ihr mal eure Fixkosten überprüfen. Da gibt es sicher das eine oder andere Abo für Handytarif, Netflix, Spotify etc. Listet mal all diese Abos auf und überlegt euch, welche ihr wirklich braucht. Oder ob es da vielleicht was gibt, das ihr zum Beispiel schon 3 Monate nicht gebraucht habt, dann unbedingt kündigen. Vielleicht habt ihr auch 2 Handy-Abos und braucht aber nur eins, dann das zweite unbedingt kündigen. Vielleicht könnt ihr auch den Tarif wechseln und so sparen. Tarife angucken und vergleichen lohnt sich unbedingt gerade jetzt, wo es um jeden Euro bzw. jeden Franken ankommt. Tipp 9 heißt ganz einfach selber machen. Produkte, die man kaufen kann, kann man oft auch selber machen. Seien das zum Beispiel Pflegeprodukte wie Deos oder natürlich auch Reinigungsmittel. Wenn ihr unseren Kanal abonniert habt, dann kennt ihr bestimmt den einen oder anderen Putzhack von uns. Statt teure Reinigungsmittel verwenden wir zum Beispiel Backpulver und Wasser als kostengünstige und tolle Alternative. Und auch beim Thema Kleider, zum Beispiel ein kleines Loch, flicken statt wegwerfen. Und zum Schluss habt euer Ziel vor Augen. Wenn ihr also die letzten Wochen und Monate etwas über die Stränge geschlagen habt und im Minus gelandet seid, könnte euer Ziel zum Beispiel lauten, in 30 Tagen aus dem Dispo raus zu sein. Das heißt, eure Sparmaßnahmen, die ihr jetzt tätigen müsst, sind nicht für die Ewigkeit, sondern diese 30 Tage, sobald ihr draußen seid aus dem Minus, könnt ihr wieder so weitermachen wie zuvor, bevor ihr ins Minus gerutscht seid. Solange aber müsst ihr echt jeden Euro umdrehen und zweimal überlegen, muss dieser Einkauf jetzt sein oder kann ich darauf verzichten? Statt einen Besuch im Café mit Freunden, ladet die Freunde zu euch nach Hause ein für den Kaffeeklatsch und Getränke nehmt ihr am besten von zu Hause für den ganzen Tag mit, statt sie unterwegs teuer zu kaufen. Und ihr werdet sehen, mit der Zeit macht dieses Sparen, dieses bewusste Sparen sogar richtig Spaß. Auf jeden Fall seid ihr am Schluss richtig stolz auf euch, dass ihr es geschafft habt. So, das war's jetzt aber mit unseren Tipps. Wir hoffen, wir konnten euch die eine oder andere Anregung mitgeben, wünschen euch viel Erfolg beim Sparen und Durchhalten und denkt an euer Ziel. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Hack. Tschüss!